get no sleep last night, I'm late. But time will tell, yo. Said if you love me, why would you. Mit so Michael Jersen, Jordan? I don't know myself, yo. That one there is a work of art, but cannot fit on. Okay, Chat, 15 Frauen versus Edis. Mal gucken, was der hier so kann. In dieser Folge stellt der Dating-Herausforderung niemand Geringeres als Edis der Breite. Leider haben wir spontan einige Absagen bekommen, weshalb Edis heute nur 10 Frauen datet. Fünf Absagen ist crazy. Dafür haben es diese 10 aber wirklich in sich. Edis der Breite wäre richtig gewesen. Da habe ich schon anderes gehört. Hi. Hey, was geht ab? Hi, ich bin Alexa. Edis, freut mich. Ich habe eine Freundin mitgebracht, die findet dich ziemlich attraktiv. Wie, eine Freundin? Nicht du? Hä? Hä? Die hat gesehen, wer jetzt da ist und dachte sich, ich switche. Ach so, du bist. Okay, jetzt verstehe ich. Ach so, nein, sie ist. Ach, okay, na, alles gut. Wir sitzen im selben Boot, Edis. Habibi. Der war gut. Du müsstest aber raus. Okay. Spaß, nein, das war nur Spaß. Der war gut, du bist dabei. Passt es schon? Ich nehme. Okay, alles klar. Der war aber gut. Der war tot, Bruder! Du willst nur drücken. Nicht besser gemacht. Hey, ich kenn dich. Ja. Ich kenn dich von der Show davor, ne? Alles gut bei dir? Ja, bei dir auch. Auch, dankeschön. Ja, also letztes Mal hat es ja nicht geklappt. Ja, die war auch hier. Die war doch auch bei dem, wo ich mit diesem Cash-Ding da, wisst ihr noch, diese Seid ihr nur für Liebe da, diese Folge da. Gibt's uns ja noch eine Chance. Sie versucht nochmal. Safe gebe ich die Chance. Ich hab's letztens schon bereut, ich will's nicht wieder bereuen. Sehr du gut. Du bist dabei, wir sehen uns in der nächsten Runde. Denkt ihr, Edis drückt viel Chat privat? Hallo. Hey. Ich bin die Kimi und ich dachte, damit könnte ich bei dir landen. Ah, ich verstehe, wegen Papierflieger und so. Ja, aber wie sage ich das so? Der Flughafen hat, glaube ich, geschlossen, so. Bravo, Edis! Oh. Hä? Oh mein Gott. Wegen Bauarbeiten, also ohne Böses zu meinen. Vielleicht, wenn die Bauarbeiten fertig sind. Dann komme ich wieder. Dann kommt, ja. Die Arme. Sogar ich habe Mitleid. Dann komme ich wieder. Also ohne Böses zu meinen. Vielleicht, wenn die Bauarbeiten fertig sind. Dann komme ich wieder. Die Arme. Kommt, ja, oder vielleicht wird es auch so ein Berliner Flughafen-Ding. Ich weiß es nicht, aber ich danke dir trotzdem, dass du da warst. Danke. Pass auf dich auf und komm gut nach Hause. Okay. Wie hieß du nochmal? Kimi. Okay, ich bin der Edis. Danke. Ciao. Bringt dir jetzt auch nichts mehr, mein Bruder. Die Arme. Hi. Hi. Ich bin Lisa. Edis, freut mich. Bei Take Me Out hat es leider nicht geklappt, aber dich würde ich heute nicht rausbuzzern. Du warst bei Take Me Out? Ja. Echt krass. Und warte mal, die haben sich... Was ist diese Take Me Out? Ich für dich beworben? Wie? Also, Take Me Out, was ist denn das? Das ist eine Dating-Show auf RTL. Und du warst dabei? Und hast gewonnen? Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Vielleicht klappt's ja heute. Boah. Behindert klappt's nicht! Gefällt ihm nicht. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. So ein Ding ist es gerade. Ich glaube, es wird wieder so ein Take Me Out-Ding. Hä, Edis ist voll dreckig, feier ich. Okay. Aber ich mein's nicht böse, du bist ein sehr hübsches Mädchen. Danke. Ja, komm, Edis, Mann. Ich kenn das, Bruder. Man steht da und man will die nicht so raushauen und man fühlt sich schlecht. Und ohne es böse zu meinen, aber ist leider nicht so. Alles gut. Okay. Viel Spaß. Aber du bist trotzdem eine Liebe. Dankeschön. Eine sympathische. Danke. Ciao. Aber er macht sehr sympathisch, ne? Was für macht sehr sympathisch, Bruder? Bei meiner Folge hätten die schon dreimal gesagt, oha, Daniel, was übertreibst du so? Ja. Emma! Hallo. Hey, was geht? Ich bin Aileen. Edis, freut mich. Und ich habe einen anderen Spruch für dich. Okay. Bist du ein Toaster, weil wenn wir baden gehen würden, würdest... Würde? Oh, gefammelt. Tat. Würdest du mich in den Himmel schießen? Hallo Knäs, was geht denn hier ab, Digga? Oh. Was? Aua. Krass, was hattest du für einen Toaster, der die Brötchen bis ins Himmel schießt? Was bist du für eine Landsfrau? Ich bin Türkin. Ja, so wahrscheinlich ein türkischer Toaster. Hey, was? Wie alt bist du? Ich bin 18. Oh, ich bin, glaube ich, ein bisschen zu alt für dich. Ich bin 29. Oh. Wie alt ist sie? 18? Edis ist 29! Tschüss! Digga! Bruder, Edis weiß, wie Schwarz-Weiß-TV aussieht. Ach, du Kacke. Edis war beim Mauerfall lebendig dabei. Oh mein Gott. Alte Mann! Digga, Edis, sein Idol war damals Charlie Chaplin, Chat. What the fuck? Hast du eine ältere Schwester? Edis hatte noch Plastikstrohhalme. Erklärt die Schwester? Hä? Nee, leider nicht.
Dann ist es leider unser Abschied. Aber ich danke dir, dass du da warst. Ja. Pass auf dich auf, Aileen. Mach ich. Die hat sich gedacht, auf alten Schiffen lernt man segeln, ne? Hi, mein Name ist Angie. Ich hatte einen kleinen Motorradunfall, weil ich mein Ziel verfehlt habe. Aber jetzt stehe ich vor meinem Ziel. Boah! Was? Boah, was? Heiße Luft, für nix, für gar nix, null Ambiente, gar nix. Nee, Chat, das ist, boah. Also okay, bin ich jetzt ein Hater-Chat oder war der wirklich tot, Chat? Guck mal, so slidet man nicht. For real, so slidet man nicht. Nein. Das war tot. Boah, stark. Du fährst, ich fahr auch Motorrad. Hab ich gesehen, deswegen. Echt? Was fährst du für ein Motorrad? Eine Z650. Diese Rennmaschine, ja, okay. Ich fahr diese Harleys. Hab ich gesehen. Cool. Wir könnten mal zusammenfahren irgendwann. Gerne. Aber nicht heute. Nicht heute? Hä? Aber heute muss leider... Kein Problem. Das ist schwierig. Für nix! Und wieder heim mit dem Motorrad. Guck mal, Chat, das Ding ist, die Leute fragen mich immer, Daniel, positiv sein kostet nichts. Positiv glücklich sein kostet nichts. Aber Chat, haten kostet auch nichts, oder? Wie bist du? 22. Boah, du bist sogar alt. Also, Ding. Minus Riss. In meinem Alter, so, nicht böse gemeint. Ciao und gute Heimfahrt. Ja. Die denkt sich auch, du kannst dir den Arsch schieben, Junge, lass mich doch weiter. Hey. Hallo, ich bin Selina. Freut mich. Hallo, freut mich auch sehr. Er nimmt sie so weiter. Ja, das ist dein Typ, ne? Ja. Ich muss sagen, ich habe keinen Anmachspruch mitgebracht. Ich würde dich einfach nur gerne kennenlernen. Ich habe gehört, du bist Streamer. Ja, du auch? Nee, tatsächlich nicht. Oh, was machst du denn beruflich? Ich studiere momentan. Was studierst du? Medienmanagement. Das ist cool. Brech ab, bringt eh nichts. Ich studiere Social Media Systems, bringt auch nichts. Für nichts mache ich das gerade. Nur für Eltern, es bringt nichts. Wenn das nichts wird, könnten wir ja immer noch geschäftlich so cool sein. Ja, das stimmt. So. Weißt du, was ich meine? So auf cooler Ebene. Ja, das ist crazy. Der Mann ist auf Mitarbeitersuche. Ey, ich heiße dich herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, Edis steht so auf diese... Chat, Edis steht Loki so auf diese deutschen Blondinen, so diese Lisas und so, oder nicht? Der steht so ein bisschen auf diese deutschen Blondinen. Ich check schon seinen Film. Komm, Bewerbungsgespräch. Danke. Ich würde sagen, weiter. Okay. Edis steht, glaube ich, auf Baggy. Ja, auf Alexis Blonde, ja. Waren deine Eltern Akademiker? Bruder, mein Vater hatte bis zur 5. Klasse Schule und ist dann nach Arbeiten gegangen sein Leben lang. Bruder. Genauso meine Mutter, Bruder. Die haben alle keine Schule gehabt. Nein. Die kommen doch, Bruder, die sind doch im Dorf groß geworden. Hi, ich bin Johanna. Edis, freut mich. Ich habe dich gesehen. Ich habe mal auf einem Video reacted, wo du auch dabei warst. Ich weiß, ich habe es gesehen. Echt? Ja. Ja, du hast einen Spruch für mich. Ich höre. Also der erste ist, ich weiß, dass du Attack on Titan magst. Mhm. Ich könnte für dich jeden Favorite Character cosplayen. Der zweite, da wurde mir abgeraten, aber ich muss den trotzdem bringen. Ich bin schwarz angezogen. Das heißt, du kannst mich jederzeit gerne weiß färben. Oh mein Gott, Digga. Was ist das denn für ein Scheiß hier, wirklich? Was? Chat, das ist so diese, die ist so schüchtern, okay? Die ist so schüchtern, aber dreckig. Schüchtern, aber dreckig. Ich bin baff. Ich bin baff, brüderlich. Okay, das mit weiß habe ich, glaube ich, verstanden, aber ich weiß nicht, ob ich es verstehen will. Das mit dem Attack on Titan, Mikasa, ist schon cool so. Komm, ich für dich hin. Bruder, ich werde bescheuert. Was ist dieses so? Ey, Bruder, ich krieg hier wirklich die Krise, ne? Boah, ich weiß nicht, das ist schon eine Menge Fantasie, aber weißt du was, passt schon. Herzlich willkommen. Was? Edis! Edis, der Verwirrte. Edis, du kleiner, dreckiger Schlingel. Chat, Edis, der Emo. Dankeschön. Passt. Hey, was geht ab? Ich bin Shadow Wifey, 21 Jahre alt, wenn du willst. Hat die sich gerade mit ihrem Instagram-Namen vorgestellt? Hi Shadow Wifey, ich bin Daniel Slump. Raus, hade. Daniel Slumps Prediction, die macht OnlyFans, hat sich extra, weil die einfach clever ist, mit ihrem Insta vorgestellt, damit dann alle ihren Insta-Namen im Kopf haben. Wir gehen einmal rüber auf ihr Instagram und die Theorie hat sich natürlich bestätigt, meine Damen und Herren. Ach du Scheiße. Wie heißt du, Shadow? Shadow Wifey. Das ist aber nicht dein richtiger Name. Nein, ich heiße Lisa. Ja, da stellst du als Lisa vor, Morok. Ich habe gerade mit ihm ja, Cousin. Namen vorgestellt. Achso, ja, okay, dann bin ich Edis der Breite. Freut mich. Hallo. Und was hast du gesagt? Wenn du willst, kann ich... auch deine Wifey sein. Wer ist ein Wifey? Okay, jetzt, guck mal, daran merkst du, Bruder, Edis ist ja ein verdammter Opa. Oh mein Gott, Bruder. Oh mein
Wifi bedeutet sowas wie Frau. Ach so, ich dachte WLAN. Nein, ich weiß. Er dachte Wifi, Mann. Nein, wirklich, nicht ey, Chat, das hätte wirklich von meinem Vater kommen können, der Satz. Kein Wifi. Aber es ist ein süßer Spruch und ich mag Overwatch. Deswegen nice. Passt. Wer ist dein Lieblings-Favorite-Character in Overwatch? Reaper und D.Va. Ja, Mann, die sind auch meine. Cool. Dann haben wir ja schon mal was gemeinsam. Passt. Yay, ist crazy. Shoutouts Shadow Wifi. Bart, danke für den Sub. Edis, freut mich. Chrissy, cool. Ich bin heute angezogen wie Hello Kitty. Und wenn du möchtest, kannst du gerne nachher Hello zu meiner Kitty sagen. Oh, nee! Das Ding ist so, ich mag Hello Kitty, ist auch voll cool, aber ich würde das jetzt nicht so jeden Tag zu Hause sehen wollen, weißt du, weil das Ding ist so, deine Haare sind auch cool und alles falsch, aber die erinnern mich irgendwie ein bisschen an Eli damals. Was? Ich mag zwar Eli, aber so sehr auch wieder nicht. Okay, dann nicht Hello Kitty, sondern Bye Kitty. Bye Kitty ist crazy. So unangenehm manchmal so sagen, nein. Shadow Wifi hat Schatten WLAN, oder? Ja, keine Ahnung. Aber Wifi-Material. Sie ist Wifi-Material, kennst du doch. Wo ich sag's, wie das ist die most random Folge. Ich war bei jeder Folge dabei, ich habe noch nie sowas random. Es ist so, man kann nicht predikten, was du machst. Du wirkst so nervös, weißt du, du bist ja normalerweise. Ich muss ein bisschen lockerer sein. Ja, ein bisschen in Runde 2 begegnet Edis seinen Frauen in einer gewohnten Umgebung, dem Gym. Hier stellt sich spätestens heraus, wer wirkliches Wifi-Material ist. Hey, was geht? Na? So schnell sieht man sich wieder, ne? Oh ja, Körperkontakt. Ist jetzt eine kleine Gym-Session hier? Ich weiß nicht, also wir könnten jetzt hier schon auf jeden Fall passen. Stellt euch vor, Chat, du bist da und einfach so, du drückst weniger als sie, hä? Sessions schieben. Machst du deinen Sport? Ja, auf jeden Fall. Was machst du? Ja, das ist dein Favorite. Kommt hin, ne? Ja. Kraftsport. Und heißt Fitness. Und ich versuche in Richtung Cardio mich ein bisschen aufzubessern. Achso, das ist. Digga, ich sag euch ehrlich, Chat, ich war ja Paris eine Woche, Bruder. Ich habe wieder so zugenommen. Oh mein Gott. Dieses Yoga und. Nee, also aber Chat, ab heute Diät. Ey, guck mal, sogar mein Soundboard hatet mich. So laufen gehen und sowas. Achso, du läufst viel. Nee, ich laufe nicht viel. Hä? Cardio? Also ich versuche es, dass es in Zukunft besser wird. Wie alt bist du? 16. Nein! Mach Spaß. Ach, wieder aufgeregt für nix. Ach, guck mal, da werde ich so, Chat, werde ich sauer. Jetzt hat die mir, die hat mich, alles gut. Ich bin 23. Bro! Bro! Das war okay. Ja, 23 ist gut, ich bin 26. 26? Ja, ich bin noch relativ jung, ja. Ja, okay, 24. 24, ich bin noch jünger. Plus 4? Die hat so ein graues Haar in seinem Bart entdeckt. Die hat aktiv ein graues Haar in seinem Bart entdeckt. Okay, 28, aber jetzt ist vorbei mit den Lügen, okay? Ab jetzt gibt's keine Lügen mehr, versprochen. Okay. Ja, sehr stark, genau. Hattest du schon eine Beziehung? Ja, auf jeden Fall. Also wie viele? Ich hatte zwei. Zwei Beziehungen? Ja. Bin ich dein Typ? Ja. Würdest du sagen? Chat! Sie steht auf die Kanaken. Stark. Also ich stehe auf große Männer. Muss nicht immer sein, groß aber ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Okay. Ich habe einen großen Schwanz! Ich bin jetzt auch nicht gerade klein. Ja. Du bist, wie groß bist du? 1,78. Okay, ich bin 1,93. Musste einfach erwähnen. Wollte ich halt nur gesagt haben. Ich glaube, du hast es schon gewusst, aber ich wollte es trotzdem gesagt Warum haben. Warum guckst du weg? Ja, einfach so, das kommt ein bisschen cooler. Wir trainieren jetzt. Ich will sehen, wie stramm du bist. Also, wir machen jetzt Bankdrücken, Leute. So seht ihr noch ein kleines Tutorial. Ich hoffe, Okay. Ich krieg das nur hin, weil... Alles gut, genau, hoch. Und jetzt wie cringe, wenn die jetzt so nicht mehr kann und die kriegt so keine Luft. Gibst du mir 50. 50. Eins. Zwei. Boah, du machst es sehr gut. Oha, ich hätte so. Okay, ihr habt die zum Peach gemacht, das sind 5 auf jeder Seite. Okay, 3, das war die 3, das passt, du bist weiter. GG, du hast es geschafft. Ich warte hinten. Ja, willst du nicht Tschüss sagen? Komm her. Guck mal, will sie gar nicht gehen lassen. Guck mal, das ist doch. Ja, Edis will noch drücken am Abend. Unsere Gewinnerin. Willst du aber Tschüss sagen? Da hat Schatten WLAN keine Chance. Nee, Schatten WLAN ist raus. Hallo. Hey, alles klar? Ja, bei dir auch? Auch, danke. Wie heißt du eigentlich? Lea. Lea? Ja. Was also, ich hab mir deinen Namen gemerkt. Echt? Wie heiß ich? Edis. Falsch.
Nein. Edis der Breite wäre richtig gewesen. Aber passt schon. Da habe ich schon anderes gehört. Was? Was hast du gehört? Bitte sag's nicht, weil weißt du warum? Ich habe gesagt, jeder, der das sagt, der muss sich angreifen und ich will dich nicht angreifen. Du guckst, die sagt, Edis der Schmale. Tack, ein Ellenbogen aller John Jones aller. Soll ich dir was Cooles zeigen? Ja. Ich mache jetzt einen 360 High Kick. Kann ich das festhalten? Ey, guck mal, Bruder, das ist jetzt ADHS. Willst du was cool? Ich mache jetzt einen 360 High Kick. Das ist jetzt halten. Oh ey, guck mal, jetzt will er angeben, Chat. Jetzt will Loki angeben. Das ist zwar sehr lange nicht gemacht. Schattenboxen von Ferne. Ich weiß auch nicht, ob ich weil ich gar nicht gedehnt bin, aber ich mache. Der normalste Kanacke. Das könnte, warte, du musst hier stehen, damit das nicht in. Pack, der gibt dir einen Kick ins Gesicht. Die Kamera fliegt. Pass auf, du hebst das. So. Aha. Okay? Ja. Mehr musst du nicht machen. Okay. Die Arme, die wollten nur zu einer Dating-Shop. Einmal wird sie getreten von einem MMA-Sportler. Okay, Revi. Wahrscheinlich wird das heute so enden zwischen dir und mir. Du guckst, er kickt dir ins Gesicht. Drehabbruch. Ich hab's zwar nicht ganz erwischt, aber du bist ein bisschen klein, aber passt schon. Hab ich kaum gespielt. Aber wir können das öfter machen, wenn du willst. Ja. Weißt du, was ich meine? Zu Hause im Wohnzimmer. Mhm. Deswegen, hättest du Interesse weiterzumachen? Ja. Du auch? Sehr gerne. Hey, was geht ab? Alles klar? Ja. Shadow Wifey. Ja. Auch, danke schön. Wie hieß du nochmal eigentlich? Ich hab's vergessen. Lisa. Lisa, ne? Du warst die Wifi-Frau. Wifey. Wifey-Frau, ja. Ich finde deine Sommersprossen voll cool. Dankeschön. Sind die original oder hast du die selber? Nee, die mache ich mir selber drauf. Ach so. Mhm. Du willst, glaube ich, ein bisschen so diese, du machst, wie heißt das, Crossair, Corsair? Cosplay. Crossplay. Crossplay. Einer hat zu viel gezockt. Ja. Cosplay mache ich sogar, ja. Ja, machst du, ne? Das ist mein Hobby, ja. Was war das geilste Crossair oder... Bruder, geilste Crossair. Ey, Chat, hat jemand ein gutes Crossair für Velo für mich? Schreibt mal in Chat euren Code. Cosplay. Crossplay, was du gemacht hast? Momentan Bowsette. Bowsette ist die weibliche Version von Bowser, Mario. Hä, seit wann gibt's denn eine weibliche Ding? Seit wann gibt's denn das? Seit wann gibt's denn Bowsette? Ach so, ja, Browser. Bro, der ist in der IT-Abteilung gerade. Wi-Fi, Browser. Der ist krank. Hast du ein Bild davon? Gerade nicht hier. Aus Reinen. Oh, schade. Okay, ich hätte es schon gerne gesehen, weil Bowser ist mein ja ein... Instagram habe ich hochgeladen. Das ist so clever, weil ich es jetzt auch sehen will. Okay, wie sieht das ist es jetzt, oder was? Tot, hat sich nicht gelohnt. Ey, krass, wenn du mir WLAN gibst, dann schaue ich dein Instagram. Das ist aber nicht Bowser. Totes Game, einfach. Erstens, Fabo-like ist crazy. Zweitens, vor Chaya nach Hotspot fragen, kommt richtig tot. Das ist doch Prinzessin Peach. Nein, das ist Bowsette. Okay, kenne ich gar nicht, Bowser. Kann ich noch weiter scrollen? Ja, kannst weiter scrollen. Das ist halt Dating 2024, ne? Jetzt wird er locker, er kommt rein. Ey, du machst ja richtig viel von diese Cross. Oh, der blüht richtig auf. Ihm gefällt was er sieht. Ja. Eigentlich habe ich mich davor damit nie beschäftigt, aber ich finde das irgendwie voll cool. Sieht cool aus. Dankeschön. Ich würde sagen, also wenn du willst. Ja, gerne. Können wir gerne als, keine Ahnung, gibt's so ein Crossplay-Duo? Crossplay-Duo, ja. Bruder, es heißt Cosplay. Ich hab legit gerade vergessen, wie es heißt, weil er das so oft falsch aussieht. Ich will Son Goku sein. Dann bist du Bulma. Ja, das geht. Das passt schon. Auch. Ist zwar Vegetas Ding, aber passt schon. Bulma. Stimmt. Hä? Er nimmt LOL. Bulma und Son Goku. Genau. Also ich sag ehrlich, Chat, Loki Bulma war damals schon eine Baddie irgendwann. Also die ersten, so Dragon Ball Z, die war tot. Aber Dragon Ball Super Chat, ich sag ehrlich, die hat sich gemacht. Okay. Ich bin einverstanden. Als wäre das Kollege. Also ich sag, Chichi war safe richtig krank im Bett. Die hat Son Goku gehauen und so. Wirklich? Ja, okay. Ah, ich hab dich voll vergessen gehabt, Mann. Hallo. Stimmt, ich hab dich auch voll vergessen. Hi, wie hieß du nochmal? Lina. Lina, genau, Lina. Auch sein Typ, ne? Ja. Machst du eigentlich Sport? Ja. Was machst du? Also momentan mache ich jeden Morgen Liegestütz. Und sonst jeden Morgen? Ja, ja. Wie viele? Das ist schon mal mehr Sport als ich. Schaffst du? Ich bin wieder neu angefangen damit. Momentan schaffe ich so 10 bis 15. Was? Strong. Ist gut. Und du? Alle. Alle. Mhm. Sollen wir uns betteln? Oder? Können wir machen. Let's go. Let's go! Auch mehr als du? Chat, ich habe 200 Liegestütze letztens gepackt. Ja, Ruhe. Du machst hier so? Okay, genau, so gegenüber. Okay. Bist du bereit? Yes. Let's go. Ja, okay, Bruder, ich muss sagen, Edis gebe ich dieser Hack extrem, dass er so sportlich und so ist, Bruder. Zu krass. Oh. Guck mal, diese mit einem Arm und so. Guck mal, wie cool das jetzt kommt.
Alter! Maschine! Aber sie zieht auch durch! Nein, sie ist Maschine! Ich hab gar nicht gezählt. Hä, sie hat sogar voll die gute Ausführung, wa? Wie viel haben wir? Ich hab 10. Ich hab, glaube ich, auch 10. Was? Ey, das ist krass. Das ist ja crazy. Wirklich crazy. Ich mach jeden Tag, versuche ich Liegestütze zu machen und ich hab 3 Max. Ja, wow. Das passt schon, die sind eine Sportskanone, die machen noch weiter. Jetzt bin ich rot. Ey, es hat Spaß gemacht. Aber? Du machst auch richtig gut Sport. Aber das Problem ist, ich hab mich schon für 3 und ich kann halt richtig leider weiterlassen. Nein, nein, er soll mitnehmen. Nein, also sollen wir sagen, sollen wir einen, renn raus kurz, ja, sag ihm Joker. Wir geben ihm Joker. Ja. Mach schnell. Echt? Krass, wir haben einen Joker. Du bist doch weiter. Dankeschön. Ey, geil, hat mir Spaß gemacht. Wir machen später nochmal Liegestütze. Liegestütze im Bett. Hi. Du warst auch diese Crossplay. Aber warte, ein. Ich wollte dich was fragen, weil ich habe ja schon auf ein Video von dir reacted. Mhm. Du schaust manchmal sehr böse, warum? Nicht absichtlich. Ich bin eigentlich wirklich lieb. Okay, ja, das Ding ist, ich kann leider doch keinen rausvoten, sonst hätte ich auf jeden Fall weitergemacht. Mhm. Ich kann leider nicht. Aus Angst oder aus Sympathie? Aus, weil sie das da sagen, nicht aus Angst. Ich habe keine Angst. Geht nicht, die Regeln sind so. Naja, die anderen, die da oben, die da oben. Ja, kann ja, nicht sehen. Das ist Revis Schuld. Wenn du jemand angreifen willst, dann Revi. Schere. Nein, danke. Okay. Abi! Abi! Was geht? Und wie war ich diesmal? Sehr viel locker. Bro, du bist geflowt, du warst... Ich hab dir aber gesagt, ich dachte am Anfang, ich muss so schnell. Ja, ja. Und jetzt komme ich ins Gespräch. Ja. Richtig schön angenehm, sag ich dir ehrlich. Bro, eine Sache. Du bist bei der einen, bist du so... Alexis Hand? Was ist denn Alexis Hand? Doppeldeckung. Was geht? Ja! Ist es jetzt erst? Ja, Hand an Schweinig, 1 von 1. Stark. Entspannt, locker. Clever, Edis. Ja, das ist so dieses, ja, clever. Und wie war ich diesmal? Sehr viel locker, Bro. Du bist geflowt, du warst. Ich hab dir aber gesagt, ich dachte am Anfang, ich muss so schnell. Ja, ja. Und jetzt komme ich ins Gespräch. Ja. Richtig schön angenehm, sag ich dir ehrlich. Bro, eine Sache. Du bist bei der einen, bist du so im IT-Film. Browser, Shadow, Wi-Fi. Es heißt Bowser, Bruder. Mich triggert das, wenn Leute statt Bowser Browser sagen. Wi-Fi, Crossplay. Und so Crossplay. Du bist die ganze Zeit mit Computer begriffen. Mhm. Es heißt Cosplay, Shadow Wifi und Bowser. Bowser. Nicht IT-Beratung machen. Was habe ich gesagt? Bowser? Du hast Browser gesagt. Oh. Google Chrome. Dankeschön, Zabex, dass du dabei bist, mein Bruder. Ja, danke für die Werle. Alexis und Revi, mein Bruder. 4 Frauen haben es in die finale Runde geschafft und werden ein letztes Mal die Chance haben, Edis von sich zu überzeugen. Und das Ganze, wie gewohnt, im Bett. Revi hatte ja recht, es gibt echt ein Bett. Okay, es geht los, Ruhe. Jetzt nicht essen hier im Video, hallo. Ich will mal schauen, ob die heutzutage noch die Betten überhaupt richten können. Das ist auch sehr wichtig. Hey, was geht ab? Alles klar? Ja, bei dir? Auch. Ach so, hast du direkt alles unordentlich gemacht? Nee, das war schon so, als ich da war. Aber ich weiß nicht, ob wir das sauber machen sollen. Sollen wir es sauber machen? Ich weiß nicht. Also, ich finde, ein ungemachtes Bett lässt sich ja nicht so gut sehen. Ich bin zwar jetzt nicht so gut, aber... Machst du so wirklich so? Also achtest du auf sowas? Auf jeden Fall. Und alles, ja? Setz dich mal zu dir. Da sind Vibes. Oh. Ich finde, das matcht unnormal irgendwie. Ja, ne? Ja. Was machst du eigentlich beruflich? Ich sag, Chad, er wird die picken am Ende, brüderlich. Also, ich bin eigentlich gelernte Kosmetikerin. Echt? Oh, krass, das ist ja geil. Okay, und nur das machst du? Ich habe damit aufgehört und mache jetzt eigentlich ein duales Studium. Mhm. Ich kann aber nicht öffentlich sagen, was genau. Ach, Chat. Hätte Revi noch Kylie Jenner Edition den Titel geschrieben, wäre mehr Klicks, Bruder. Alles gut, aber du nicht, kein Problem. Kann ich hier gerne später mehr erzählen. Ich finde das voll cool, dass du so noch so oldschool bist und so sagst, ey, Bett muss ordentlich sein. Also, weil ich bin schon so, wenn ich etwas trinke und ich kann das dann nicht abstellen, ich muss es auch direkt waschen und alles. Bist du so? Ja, schon. Also ich habe Gott sei Dank eine Spülmaschine, aber... Ja, okay, stimmt. Die macht es eigentlich auch schon. Liebe, Ja, jetzt? Ich weiß schon deinen Namen. Ich sag's aber jetzt nicht, weil sonst wäre das ein Spoiler für die nächste Folge. Die Zeit ist vorbei, glaube ich, ne? Du musst wieder gehen. Ich sag gleich deinen Namen. Okay. Ich vergesse sowas nicht. Alles gut. Ich vergesse nachher sowas nicht mehr. Du bist echt Maschine, danke. Hey, was geht? Hallo. Alles klar? Krass, ey, cool. Ich hab gar nicht gesehen, dass es hier so unordentlich ist. Wieder jedes Mal testet. Bist du ein unordentlicher Mensch? Ja, tut mir leid. Das war die Produktion. Oder wolltest du direkt unter der Decke kuscheln? Nein, das hatte ich jetzt nicht vor mit so vielen Kameras, aber... Okay. Wie alt warst du nochmal? 22. Genau, ich war...
26. 26, genau. Mhm. Passt, also vom Alter her sind wir uns da gar nicht so weit, ne? Gar nicht so weit auseinander, ne? Ja, cool. Bist du ein eifersüchtiger Mensch? Ey, Chat, ich will mal Edis seine Hairline sehen. Bin ich der Einzige, der so voll interessiert? Ich will seine Hairline sehen, Chat. Ich will aktiv mal seine Hairline sehen. Sagen nicht, weil ich denke mir so, wenn die gegenüberliegende Person etwas macht, was mir nicht gefällt, und dann das aufnimmt, dass sie mich verliert, ist es ja ihr Problem. Ja. Felix, danke schön. Würdest du mir da zustimmen? Ja, schon. Oder bist du eher so eine Eifersüchtige? Nee, danke, Luca, für den Sub. Also ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht schon die Freundin angreifen würdest von deinem Freund. Angreifen? Ja, die könnte ich mir schon vorstellen. Danke, du hast schon was so Böses. Aber eifersüchtig bin ich nicht wirklich. Ich frage auch, weil ich wollte fragen, ob das schlimm für dich wäre, wenn die Frau ein bisschen freizügiger im Internet unterwegs ist. Oh. Ach so, nee, das passt schon. Heutzutage sind die mittlerweile eh alle mit irgendwelchen Links verbunden und alles Mögliche. Das ist doch heutzutage normal geworden. Alle OnlyFans heute. Außerdem präsentiere ich mich ja auch freizügig. Ja, okay. Ja, klar. Ich mache ja auch so OnlyFans und so. Echt? Dann nee. Können wir ja zusammen. Was? Du, du machst es. Das war der Trick. Das war ach, mach die! Lina, ist das die hier? Nein! Was? Was? Digga, ich dachte, das ist so eine ganz niedliche, korrekte, brüderliche. Echt? Ja, können wir was krass. Zusammen starten, aber du hast ja nur geflunkert. Nee, lass lieber nicht. Wir können nicht zusammen starten, aber ich rufe dich auf jeden Fall nach der Show an, dann können wir mal darüber, über das Geschäft reden. Geschäftlich, ja. OnlyFans-Chaya drücken. Rein geschäftlich. Ja. Auf dem Dinner, ganz entspannt. Finde ich gut. Okay. Mhm. Du musst leider gehen. Okay. Aber es hat. Nein. Stark. Männlich, Edith. Sehr männlich. Sehr gefreut, dich wiederzusehen. Mich auch. Ciao, danke. Ciao. Tschüss. Männlich. Hallo. Hey, was geht ab? Das Bett ist ordentlich. Ja, das Bett. Ah, ja, stimmt. Lass das auch so, sonst kannst du das selber machen. Machst du sowas? Was denn? Vielleicht achtest du auf so. Oh, sorry. Tut mir leid. Sorry. Mhm. Ich kann sowas nicht. Kannst du das vielleicht kurz für mich? Dann musst du das lernen. Das ist crazy. I ain't your mama. I ain't your mama. Neighbors. Okay, so eine also. Ey, sie hat ihn an den Eiern. Sie macht's anders als die andere. Aber guck mal, jetzt Chat, voll dumm, dass Edis macht, Digga. Jetzt hättest du sagen müssen, nee, Safi, passt, ey. Ich hätte. So eine. Ich setz mich schon mal hin, gell? Na, okay. Ja, die Prinzessin. Sie hat Dominanz gezeigt. Okay. Ja, ich mach das so wie zu Hause jetzt, okay? Mhm. So. Das passt, weil man benutzt es ja sowieso wieder am Abend. Weißt du, was ich meine? Kann ich verstehen, dass du Single bist. Was? Wie disrespectest du hier gerade mein Brü? Wie kannst du ihn hier disrespecten? Edis, du musst jetzt sagen. Beweg dich. Geh, aber geh mit Gott. Schön gesagt, Chris. Geh, aber geh mit Gott. Dein Ernst? Mhm. Findest du, man muss sowas können als Mann? Ja. Findest du nicht? Ja, ich weiß nicht. Also klar, natürlich sind ein paar Sachen wichtig, aber ich meine, keine Ahnung. Kannst du kochen? Du auch? Ich halte mich meistens in der Küche auf, um da vielleicht einen Schrank mal aufzubauen oder so. Das oder mal, du? Ja, mal Sachen da reinzubringen, so wenn man neue Gläser gekauft hat oder so. Okay. Ansonsten lebe ich viel von Lieferando und deswegen brauche ich auch vielleicht eine Freundin. Ich kann kochen. Was bist du für eine Landsfrau? Was denkst du? Albaner? Mhm. Ich wusste es direkt. Und du bist Türke? Ich bin Türke, ja. Das versteht sich aber meistens ganz gut. Ne? Albaner und Türke kommen immer gut aus. Schöne Mischung. Mirte. Ciao, Boban. Und was heißt Tschüss auf Albanisch? Jetzt sagt er so Dajib Shanone. Nee. Weißt du nicht? Du doch, kannst. Ich meine, Albanisch ist sehr, sehr schlecht. Tamam, auf Türkisch heißt Güle Güle. Echt? Mhm. Okay, Güle. Und ich weiß, Güle Güle heißt mhm, Tschüss. Okay. Ich glaube, du musst jetzt auch gehen. Die Zeit ist vorbei. Schade. Hallo, hey, was geht ab? Crossplay. Die Crossplay. Crossplay, genau. Genau, Crossplay. Ich habe gelernt. Ich bin, sobald ich nach hinten gegangen bin, ich habe mich direkt informiert und schlau gemacht, weil ich finde, es ist wichtig, wenn man sich genau, so, ja. wenn man ein bisschen was weiß. Crossplay, mhm. Bowser, nicht Browser, habe ich auch. Browser, hab ich genau. auch. Und, er fährt sich mal so wie so ein Bruder. So. Ich tut mir leid, ich habe so eine Ding, ich kann mir Namen nicht merken, weil ich arbeite auch beruflich in. So etwas, wo man sehr viele Namen sich merken muss, weißt du, was ich meine? Ja. Und dann vergisst man das halt. Ja, irgendwann kannst du das nicht mehr. Hm? Also es ist nichts Persönliches. Lack, das ist die Demenz, die aus dir spricht, mein Bruder. Ist doch nicht schlimm. Ich weiß aber, dass du 22 Jahre alt warst. 21? Aber 21, genau, aber du wirst 22. Genau, ja. Das meinte ich ja damit, weil ich
Geh schon immer, weißt du. Hm? Und dass du Crossplay magst. Oder er scheißt schon wieder rein. Er hat sich so angestrengt. Ja. Daniel, lass dich mal professionell schminken. Lieber lass ich mich von drei Männern gleichzeitig in den Arsch ficken. Arme, Digga, hätte extra auswendig gelernt, aber falsch. Und dass wir zusammen ein Crossplay machen, ne? Ja. Wer wirst du sein? Bulma. Und ich bin? Nee, Vegeta wolltest du nicht sein. Nee, der andere. Nee, Son Goku? Ja, ja, stark. Ich bin Son Goku. Genau. Dankeschön. Ja. Das, mehr wollte ich nicht hören. Ich bin Son Goku. Das reicht schon. Ich habe alles geschafft. Hey, das war gerade das verwirrteste Gespräch, das was ich jemals zwischen Mann und Frau gesehen habe. Ja. Das ist Emedis. Ian Sanderson. Du sagst es. Hey, bist du bereit? Hast du eine Auswahl getroffen? Ich habe schon eine Auswahl, ja. Ja. Es war jetzt eine lange Reise für dich. Du hast dir Gedanken gemacht. Du hast alle jetzt gut kennengelernt. Du wirst ja von allen... Name, Alter, Beruf und... Bis hin zu Cosplay, bis hin zu alles Mögliche. Sag mal, wie heißt es? Cosplay. Was heißt Cosplay? Cosplay ist das, was manche machen, um sich verkleiden, wie dementsprechend eine Anime-Figur. Alex ist richtig abgefuckt, ne, Chat? Denk, also, guck mal, Alex ist so richtig, du musst mich nehmen und so. Figur oder auch ein Filmcharakter. Oh, das ist so geil, Educational Content einfach heute. Also ich muss sagen, die Auswahl war echt schwer, sind alles sehr liebe Mädchen. Alle generell. Wirklich sehr lieb, alle, die auch da waren. Ja. Wirklich danke nochmal, dass du da warst. Danke auch dir. Danke. Nein, das ist einfach, das ist etwas so Nettes, was man einfach macht, was einfach sich so gehört, weil viele vergessen das. Ihr wisst, Mädels, es ist nicht so einfach. Ich zeige, für wen ich mich entschieden habe. Ja, okay. Du warst sehr nett, aber leider nicht. Du warst sehr nett, leider auch nicht. Oh nein. Du warst auch sehr nett und es tut mir leid. Oh nein. Ich sag euch aber auch warum. Ja, Bruder, es war klar. Es war klar. Okay. Es hat einfach, weil es so glaubt. Ey, Chat, die macht auch OnlyFans, ne? Ich die erste war so ein bisschen harmoniert und sie hat auch so das Bett gemacht. Ich weiß nicht, hast du es nachgemacht? Aber ja, ne? Krass, sie hat die Ansage gemacht, dass du es selber machen sollst. Ja, ja, ja. Ich glaube auch, wir würden nach einem Jahr oder so uns angreifen. Deswegen lieber nicht. Deswegen okay, lieber nicht. Hey. Lieber nicht, danke schön. Wie war dein Name? Alexa. Alexa. Ich hätte mies vergessen. Mann, wie kann man das nicht merken? Ja. Ohne Witz, das war Alexa. Eine wunderschöne Folge von 15 vs. Edis. Es waren nur 10 Frauen. Es tut mir sehr leid für dich. Ey, alles cool, Mann. Das passt schon. Dankeschön. Alexa, Alex ist hart. Schau auf jeden Fall bei allen wieder vorbei in der Beschreibung. Alle sind verlinkt. Dankeschön, Alte. Ja, Tamam HDG jetzt, Mann. Reicht. Passt schon. Bis zum nächsten Mal, bitte. Haut rein und ihr macht jetzt euer Ding. Ciao, ciao. GG. Sehr gute Folge, Chat. Sehr, sehr gute Folge. Sehr, sehr gute Folge, Chat. Danke, Freunde, fürs Einschalten. Kommt immer gerne in die Streams. Lasst ein Video gerne, like, einen Kommentar, ein Abo, lasst ein Follow auf Instagram da, Freunde. Slums up! Nicht nach unten. Slums up! Haut rein und ciao!